Eine AfD-Politikerin macht Schluss mit der Partei. Freya Lippold-Eggen, AfD-Stadträtin in der unterfränkischen Stadt Bad Kissingen, hat nun ihren Austritt aus der Alternative für Deutschland angekündigt und der Partei im selben Zug schwere Vorwürfe gemacht. Um an die Macht zu kommen, nutzen sie die Schwächen der Demokratie, jener Demokratie, die sie abschaffen wollen, so die Kommunalpolitikerin zur Saale-Zeitung. Lippold-Eggen zieht im Interview sogar Parallelen zur NS-Zeit. Das funktioniert wie 1933. Genauso wurde auch die NSDAP groß. Die AfD tut das ohne Anstand. Ich muss es so deutlich sagen, denn wer schweigt, stimmt zu. Zu den Zielen der AfD sagte Lippold-Eggen, der rechte Flügel nutze die Erschöpfung der Bevölkerung aus, die aus Frust heraus die AfD wähle. Diese Menschen hoffen auf ein Heilsversprechen. Jedoch, wenn die Rechten kommen, wird es noch schlimmer. Die halten sich nicht an Rechtsstaatlichkeit.